Hey und willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder was Spezielles. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert in der neuen Minecraft 1.17 und hatte gedacht, man kann doch hier mit ein paar kleinen Sachen ein bisschen Spaß haben. Ich habe mir mal eine super Flatmap gebastelt und die mit Skalk-Sensoren gefüllt, um einfach mal zu gucken, was passiert. Es ist so satisfying, vor allem wenn man den Sound noch ein bisschen lauter macht. Get ready. Oh ja, das fällt schon arg unter satisfying Minecraft-Film. Auch läuft hier die ganze Zeit, ne? Es wird immer weiter verbreitert, allerdings mit einem kleinen Nachteil. Also wenn ich mal ganz kurz hochgehe und das meinetwegen woanders, also im Schneeball, kein Problem auch, ne? Aber wenn ich das mal hier hinwerfe, passiert gar nichts. Weil wenn ich die Super-Flat-Map generiere, einfach so wie sie ist, und Skalk-Sensoren als obersten Block-Layer nehme, dann scheinen die irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Die sind ein bisschen Brock-up. Keine Ahnung, ich habe die richtigen genommen, aber wenn ich jetzt hier beispielsweise einen neu platziere, dann wird der sofort funktionieren, die anderen nicht. Wieso gehen die hinten trotzdem? Ich habe einfach mal ersetzt mit einem Fill-Command und dann sieht man die komplette Fläche. Ich dachte, das wäre witzig. Ich habe noch zwei andere Maps, wo extremst cool mit neuen Blöcken ein bisschen was gebastelt wurde. Da gucken wir gleich mal rein. Also Superflat-Teile, wo man ein bisschen Spaß drin haben kann. Ich finde, das sah ziemlich krass aus. Guckt euch mal an von oben. Einfach alles voller Skalk-Sensoren, soweit das Auge reicht. Und wir können natürlich immer sehr viel Spaß haben, indem wir einfach hier Blöcke reinwerfen. Es macht, ihr seht auch gerade hier genau, wo der Fill-Command geendet hat. Da ist nämlich ein quadratisches Ende. Ich habe 60 mal 60 Blöcke gemacht und ja, so sieht's aus. Vielleicht kann man da so ein bisschen besser sehen, wie die Skalk-Sensoren funktionieren. Jede kleine Bewegung funktioniert. Wenn ich jetzt schleiche, passiert nichts. Wenn ich laufe, geht's wieder ab. Und einfach diese Kettenreaktion macht ultra Bock. Ich habe gedacht, ich zeig's euch mal. Fand ich irgendwie cool und ich zeige euch mal kurz, wie es weitergeht mit der nächsten Superflat-Map. Let's go. Was ich auch noch irgendwie ziemlich witzig fand, ist beispielsweise eine solche Map. Und zwar, wenn man ebenfalls Superflat-Karte nimmt und den obersten Block davon mit Budding Amethysts ausstattet. Und ja, ich stand hier vorne eben gerade schon in Weichen. Ihr könnt genau sehen, welche Chunks geladen waren und welche nicht. Nämlich die hier hinten, wo man ja sehen kann, dass da noch nichts gewachsen ist. Die waren nicht geladen. Ich stand einfach hier mit einer random Tick-Speed, hab die hochgestellt. Und auch hier kann man die Kristalle dann klingen hören. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier, nein, nicht Video-Settings an den Blöcken liegt, aber gibt's hier nicht klingende Glitzer-Sounds? Müsste nicht alles? Aber wenn man die zerbricht. Ich hätte gedacht, dass da ein bisschen mehr Geräusch kommt, auch wenn man drüber läuft. Irgendwie habe ich auch die ganze Zeit immer so geglitzert und geklinkert. Keine Ahnung. Leute, ich mache mal Folgendes. Und zwar die Game Rule, the Random Tick Speed. Einfach auf Maximum. Schaut mal, wie das jetzt hier abgeht. Und es ist fertig gewachsen. Das ging sogar viel zu schnell. Also 3000 habe ich standardmäßig immer drin, von 3 auf 3000. Und dann gehe ich mal rüber, da kann man das ein bisschen angenehmer, hoffentlich langsamer sehen, wie das jetzt hier sich hinwächst. Schau ich das mal an hier. Kristalle, die wachsen, wie so eine, auch ultra satisfying, wie so eine Kristallisierung von irgendeiner chemischen Reaktion oder so einem Zeitraffer-YouTube-Video. Fand ich irgendwie sehr, sehr satisfying. Fand ich, sah sehr, sehr cool aus. Kristalle kann man farmen ohne Ende. Und die gibt es halt in verschiedenen Wachstumsstufen. Wächst, im Prinzip ist das wie Weizen, einfach wächst hoch von ihren kleinen Teilen hier. Okay, fand ich es da auch sehr, sehr witzig aus. Macht auch irgendwie ein ziemlich krasses Bild. Und jetzt geht's auch schon weiter mit der nächsten Superflatmap. Falls dir das Video gefällt, gerne ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus dalassen. Hilft immer immens. Vielen Dank, weiter geht's. Und hier können wir uns mal ein kleines bisschen die Oxidierung von Kupfer etwas genauer anschauen. Und zwar, am Anfang dauert es nämlich eine Weile, bis überhaupt die erste Oxidationsschicht entstanden ist. Und wenn es schon einmal ein bisschen oxidiert ist und sozusagen infiziert ist, wird das viel, viel schneller gehen. Aber vielleicht können wir das jetzt ganz gut sehen. Wisst ihr was? Ich mache mal gerade hier auf Peaceful, damit die Schleime weg sind. Die stören nämlich ein kleines bisschen. Und ich habe hier eine riesige Fläche. Wie ihr sehen könnt, es passiert gar nichts gerade. Auch hier werde ich jetzt mal die Random Tick Speed hochschrauben und wir schauen mal, was ist. Aber eigentlich denkt man sich doch, ja, hier und da, auch bei so einer riesigen Fläche, Leute, das sind tausende Blöcke hier. Das sind tausende, zehntausende, ne, Millionen vielleicht nicht. Millionen ist eher, wenn es ins Volumen geht, also Millionen Blöcke haben wir nicht gerade in der Reichweite, aber tausende, zehntausende Blöcke auf jeden Fall. Ich mache mal auch hier Game Rule, Random Tick Speed 3000 und schaut mal die Oxidations-Action. Ihr seht jetzt hier so ganz vereinzelt, da gibt es noch so ein paar Punkte und schaue ich mir einfach mal die Geschwindigkeit an, wie jetzt hier die Flecken entstehen. Es geht so, ist jetzt nicht übertrieben schnell auf 3000, ne? Ist jetzt nicht so, dass das rasant abgeht, aber wenn jetzt erstmal die ersten Blöcke infiziert sind, so Stück für Stück, dann sollten sich solche Flecken bilden, die sich gruppiert haben. Guck mal, da ist so ein Fleckklumpen, da ist ein Fleckklumpen. Also man denkt, es wäre ganz zufällig, aber ist es
gar nicht, also klar, wo der entsteht schon. Hier hinten hat sich ein bisschen was gruppiert, ja. Und wenn damit Kupfer in der Nähe ist, das Anliegende oxidiert wahrscheinlicher, wie so ein, auch wie so ein Virus, welches sich verteilt. Ihr seht über solche Klumpen, da ist ein Klumpen, da ist ein Klumpen, da ist ein Klumpen, da ist ein Klumpen. Und das wird sich gleich auch noch ein bisschen genauer zeigen. Aber ich warte mal ein kleines bisschen ab. Wir lassen einfach mal hier volllaufen und schaut mal hier. Oh, da hinten sind schon die nächsten Stufen entstanden. Jetzt wird es da schon richtig dunkel. Ja. Das sind Flecken, wie solche, in so einer Petrischale, solche Pilz- oder Bakterienkulturen, die man aus dem Biounterricht kennt. Guck mal hier, wie klumpig das ist. So, irgendwo hier hat es halt angefangen, da wurde es infiziert und es wächst weiter, wächst weiter, wächst weiter. Hier kommt schon die nächste Stufe mehr raus. Ja. Ja, guckt euch das mal an. Richtig klumpig. Keine Ahnung, ich dachte, das wäre auch irgendwie mal cool zu sehen von oben, das ist gut zu wissen. Wenn man ein Dach schneller oxidieren lassen möchte, dann kann man einen Kupferblock von einem anderen Dach nehmen und das Dach infizieren, in Anführungszeichen, sodass es schneller oxidiert, nach der Logik zumindest. Hier seht ihr jetzt, dass wieder eine Klumpenbildung entsteht. Das Kupfer wächst praktisch von innen nach außen und ich bin gerade wie sie, hey, ist das nicht eine Stufe geskippt? Nein, hat nicht eine Stufe geskippt, sagt gerade so aus. Da ist schon der erste auf der dritten Stufe. Auch hier seht ihr, in dieser Stage, Punkt für Punkt oder Klumpen für Klumpen, das ist einfach identisch. Aber auch sehr, sehr cool zu wissen. Die Frage ist, was wir gleich mal testen müssen, was passiert, wenn ich einen fertig oxidierten Block oder ob das wirklich was bringt, irgendwo eine freie Stelle reinsetzt, ob man das wirklich sehr gut sehen kann, aber dazu kommen wir gleich. Ja, wie das einfach aussieht. Da kommen jetzt die nächsten Klumpen. Es kommt in so Wellen, überschwemmt es praktisch die vorherigen Farbtonen einmal drüber. So, jetzt ist das alles fertig und jetzt kommt hier wieder Klumpenbildung und dann schwemmt das wieder drüber, so wie es aussieht. Da haben wir einen Klumpen, da haben wir sogar einen recht großen Klumpen schon. Da ein. Ist das nicht satisfying, so Zeitraffer-mäßig? Eigentlich müsst ihr das machen, nicht oben hinstellen, aber im Zeitraffer vom Stage-Anfang bis Stage-Ende durchlaufen lassen. Einfach weil das super, super satisfying ist. So, und hier vorne geht es doch jetzt ab. Ja, dauert nicht mehr allzu lang. Ihr seht, das verteilt sich jetzt immer schneller und schneller und schneller und schneller. Jetzt kommen die letzten Flecken raus und die fressen hier alles auf. Oh yes, auch hier wieder klumpenmäßig gebildet, selbstverständlich. Boah, ich sehe schon gar nicht mehr, es verschwimmt hier alles. Aber wie krass das einfach aussieht, von innen nach außen. Gut, wir machen dasselbe jetzt nochmal etwas weiter hier hinten. Und jetzt infiziere ich mal in Anführungszeichen. Dazu fliege ich einfach mal bis ganz hier hin und setze spontan diesen Kupferblock rein. Und jetzt schauen wir, ob das schneller geht. Ich glaube, ich werde es auch mal um einiges verschnellern. Also nochmal um verzehnfachen, wenn das irgendwie geht. Und dann gucken wir doch mal, ob das etwas bringt, indem ich mich mal hier oben hinstelle. Also sieht so aus, als wenn da auch eine Klumpenbildung ist um diesen Fleck drumherum. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Man müsste, glaube ich, von jeder Stage einen Block haben. Also nicht nur von der fertigen Stage, sondern auch von der davorherigen. Obwohl, die drüben habe ich nichts gesetzt, da geht es ebenfalls. Trotzdem, für eine Klumpenbildung hat es gereicht. Auch hier sind Klumpen praktisch entstanden und ist auf jeden Fall schneller, als wenn wir nichts platzieren. Wenn wir nichts platzieren, wären wir nämlich erst bei der vorherigen Stage. Boah, das geht auch schneller. Viel, viel, viel schneller. Krass. Und dann wird das auch direkt fertig gebaut. Wie schnell kann ich das eigentlich machen? Überhaupt die Iron Pick Speed? Ich glaube, irgendwo ist ein Limit. Nee, es gibt kein Limit. Es geht einfach jetzt super schnell durch. Es gibt kein Limit. Guck dir das mal an. Jetzt können die Chunks gar nicht mehr aktualisieren, so schnell habe ich gerade gestellt. Und jetzt wird das hier sich auffressen. Okay. Ja, das ist ebenfalls auch die Kupfer-Superflat-Map. Habt ihr gute Ideen noch vielleicht für coole Experimente, die man machen kann? Ich freue mich immer, wenn es was Nettes gibt. Sagt Bescheid in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.